Totgesagte leben länger. Oder so ähnlich. Als Frozen bei 2015 Trine 3 veröffentlichte, fanden Spieler und Kritiker wenig Gutes an dem unfertig wirkenden Spiel. Viele Stärken der Vorgänger waren nicht mehr vorhanden und die neue Dimension wirkte sich nicht bereichernd aus. Damals beschworen einige das Ende der einst beliebten Reihe. Trine 4, The Nightmare Prince, bereitet nun eines der vielleicht größten Comebacks des Jahres und setzt dabei auf alte Stärken. Die Helden des Trine sind zurück. Zauberer Amadeus, Ritter Pontius und Diebin Sawyer werden beauftragt, einen verloren gegangenen Prinzen wiederzufinden. Nachdem wir in je einem Level die Fähigkeiten der Charaktere kennengelernt haben, findet die aus den Vorgängern bekannte Heldentruppe zusammen und macht sich an ihre Aufgabe. Schon bald machen wir Bekanntschaft mit dem Fluch, der auf dem Adeligen lastet und den daraus geborenen Albtraum gestalten, natürlich inklusive des Trine-üblichen Humors. Obwohl die Geschichte nicht allzu wendungsreich ausfällt, motiviert und unterhält sie bis zum Schluss. Kern von Trine 4 ist das Geschicklichkeits-Puzzle-Gameplay. Wie in den ersten beiden Teilen durchstreifen wir wunderschöne, farbenfrohe, fantasievolle und faszinierende 2,5D-Level in klassischer Side-Scroller-Manier von links nach rechts. Regelmäßig stellen wir uns auf unserem Weg kniffligen Rätsel mit allerlei Physikspielereien, die viel Wert auf den richtigen Einsatz und die Kombination der Fähigkeiten der Helden legen. Mal müssen wir mit Amadeus eine Eisenkugel erschaffen, um anschließend mit Pontius gefährliche Dornen überqueren zu können und dabei mit dem Schild Geschosse abzuwehren. Dann gilt es, einen Weg zu finden, damit Sawyer mit ihren Pfeilen einen Schalter betätigen kann. Die Rätsel sind überaus motivierend und stellen uns mitunter vor eine echte Herausforderung. Der Spielfluss wird davon aber niemals gestört. Die Rätsel werden zudem schwerer, wenn wir zu zweit, dritt oder zu viert spielen. Sehr schön, da manche Mechaniken sonst problemlos ausgehebelt werden könnten und gleichermaßen auch Einzelspieler Trine 4 uneingeschränkt genießen können. Gelegentlich werden wir von lila Nebel und mit diesem einhergehenden Gegnern aufgehalten. Erst wenn wir alle Albtraumgestalten bezwungen haben, können wir unseren Weg fortsetzen. Die Kämpfe sind ordentlich eingebunden, auch wenn der Fokus eindeutig auf Rätseln und Geschicklichkeitspassagen liegt. Jeder Charakter verfügt über einen rudimentären Fähigkeitenbaum. Fertigkeiten erhalten wir mittels Kampferfahrung an bestimmten Stellen des Spiels automatisch. Hinzu kommen Erfahrungstropfen, die wir in den Leveln neben weiteren Sammelobjekten finden können und die dazu motivieren, in bereits abgeschlossene Level zurückzukehren. Haben wir genug Tropfen, erhalten wir Punkte, die wir in Verbesserungen investieren. Das kann jederzeit rückgängig gemacht werden, um anfangs gesperrte, nützlichere Fähigkeiten zu aktivieren. Allerdings sind manche Verbesserungen deutlich nützlicher als andere, weshalb wir einige Fähigkeiten fast komplett ungenutzt gelassen haben. Audiovisuell überzeugt Trine 4 auf ganzer Linie. Die Level sind wunderschön und detailverliebt gestaltet, dank des 2,5D-Stils passieren im Hintergrund und im Vordergrund immer wieder Kleinigkeiten. Tiere laufen umher, schwebende Steine zieren den Himmel oder ein Bach entspringt in der Ferne. Schnell verliert man sich, unterstützt vom zauberhaften Soundtrack in der mittelalterlich angehauchten Märchenwelt. Die gelungene deutsche Synchronisation vermittelt zudem den Humor der Dialoge gekonnt. Vielleicht haben wir ja Glück und das war es an Monstern. Amadeus' hoffnungsvoller Optimismus war natürlich fehl am Platz. Frozenbite ist ein erstklassiges Comeback, das nur wenig Platz für negative Kritik lässt, gelungen. Rätsel, damit verbundene Geschicklichkeitspassagen und Kämpfe greifen sehr gut ineinander und sorgen für einen stets motivierenden Spielfluss. Selbst wenn man einmal etwas länger an einem Puzzle hängt, stellt sich nie das Gefühl, ein ausgebremst zu werden. Dass die humorvolle Geschichte mit den skurrilen Charakteren eher simpel ausfällt, stört uns nicht. Dafür sind Gameplay und die detailverliebten Level viel zu faszinierend. Trine 4 macht den Ausrutscher des dritten Teils mehr als wett. Eine klare Empfehlung für alle Fans der Reihe.